und Toleranz, für Demokratie und Zusammenhalt und gegen Rassismus und Extremismus. Dürm ist und bleibt bunt und der ganze Kreis Großfeld auch. In der letzten Zeit hörten wir vermehrt von rassistischen und antisemitischen Straftaten und erleben, wie radikale Gruppen Ängste schüren und Feindbilder schaffen. Dass nun einzelne Personen in der Bundesrepublik Deutschland hinter verschlossenen Türen zusammengekommen sind, um gemeinsam menschenverachtende Vertreibungspläne im ganz großen Stil zu schmieden, macht einen einfach nur fassungslos. Das können und das werden wir nicht hinnehmen. Doch es ist ein gutes Gefühl und erfüllt mich als Bürgermeister mit Stolz, zu sehen, dass diese Geschehnisse nicht ohne Konsequenzen bleiben. Tausende Menschen gehen derzeit in ganz Deutschland und auch heute hier im Kreis Coesfeld auf die Straße, um sich dem ganz klar entgegenzustellen. Und noch einmal sagen wir ganz deutlich, hier in Dürm und im Kreis Coesfeld ist kein Platz für solches rechtsextremes Gedankengut. Hier ist kein Platz für Gewalt, Hass, Rassismus oder Hetze. Dafür stehe ich als Bürgermeister für Dürm und der Landrat gemeinsam für unseren gesamten Kreis Coesfeld. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich in Dürm so viele Vereine, Organisationen und Initiativen zusammengeschlossen haben und die heutige Demonstration gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Die Liste ist lang. Von der Kirchengemeinde über die Friedensfreunde, diverse Sport- und Schützenvereine, den Landwirten bis hin zu den politischen Parteien. Sogar Vertreter der Landes- und Bundespolitik sind hier vor Ort. All diesen Gruppen und ganz besonders dem Orga-Team gilt mein besonderer Dank. Mir fällt kaum ein Anlass ein, bei dem sich in Dürm so viele Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und Themenbereichen zusammengefunden haben. Um ein gemeinsames Statement zu setzen. Und das mit einer so kurzen Vorlaufzeit. Für jede und jeden einzelnen von Ihnen, die heute zum Marktplatz gekommen sind, bin ich dankbar. Klar, viele Menschen sind aktuell unzufrieden, aus unterschiedlichsten, auch politischen Gründen. Es darf jedoch nicht sein, dass man sich deswegen radikalen Ideen oder Vorstellungen anschließt. Unsere demokratischen Parteien sind gefordert, programmatische Antworten zu liefern, die nachhaltig, verlässlich und nachvollziehbar sind. Sie müssen für uns Lösungen schaffen. Denn in meinen Augen reicht es nicht, zu wissen, dass der Großteil von uns demokratische Werte teilt. Nein, es ist auch wichtig, dies klar und deutlich zu zeigen. Vor allem denjenigen, die das anzweifeln mögen. Wir haben es gerade bei Claudia in dem Beispiel der Schülerinnen und Schüler gehört. Jede Einzelne und jeder Einzelne von uns ist ein Multiplikator. Es ist aber auch nicht entscheidend, was gesagt wird und erzählt wird. Entscheidend ist, wie gewählt wird. An der Wahlurne können wir alle ein genauso deutliches Zeichen setzen wie heute hier in Dürm für Demokratie und gegen Faschismus. Wir dürfen nicht einigen wenigen die Macht geben, unsere Gesellschaft zu spalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass und Hetze um sich greifen und unsere Gesellschaft vergiften. Wir müssen jetzt handeln.
Es gibt nur noch die eine letzte Generation, die authentisch von den furchtbaren Ereignissen von damals berichten kann. Das erfahren der Landrat und ich in letzter Zeit durchaus häufig auf Jubilarsbesuchen. Immer verbunden mit dem Hinweis der Zeitzeugen, dass die Gesellschaft sich schon Jahre vorher hätte wehren können und müssen. Gestern wurde es beim Holocaust-Gedenktag im Amtsgericht in Dülmen durch das Theaterensemble aus Münster noch einmal beeindruckend vor Augen geführt. Es war ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn man sich gedanklich in diese Zeit versetzt.